Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Tim. Hallo, guten Tag. Der schon fleißig dabei ist, die Eier vorzuwärmen. Ja, ich beobachte die Eier, denn bisher sind sie noch nicht geschlüpft, die unsere Schildkröten, unsere kleinen Schildkröten. Denn nee. Wir warten ja eigentlich noch darauf, dass die Eier auch endlich mal schlüpfen. Sie haben schon Risse bekommen, aber haben bisher noch nicht sich dazu überringen können, auch endlich mal zu schlüpfen. Ich bin gerade am Überlegen, hatten wir nicht noch... Ach, da hinten. Ich war gerade verwirrt, aber hier sind die zwei. Genau, da sind welche, insgesamt drei Stellen und ja. Auf die müssen wir tatsächlich noch warten. Es wird trotz allem natürlich noch unsere Höhlentour geben. Oh, unsere Höhlentour ist heute richtig. Ja. Oh ja, also, da müssen wir auch ein bisschen vorbereiten noch vielleicht. Mal gucken, was wir noch so brauchen für die Höhlentour. Wir müssen auf jeden Fall vorbereiten. Also ein Teil der Fackeln wird dran glauben müssen, aber erst wenn die Eier geschlüpft sind. Vorher baue ich hier keine Fackel ab. Das müssen wir tatsächlich noch abwarten, bis die Kleinen hier mal rauskommen. Und ja, es steht ja zu befürchten, dass wir nochmal eine Nacht survivalen müssen. Allerdings hatte ich auch überlegt, ob wir vielleicht vorher nochmal versuchen, die Gegend zu erkunden und vielleicht ein zweites Dorf finden wollen. Um dort die Dorfbewohner von ihren Lasten zu befreien, sprich ihre Kisten zu benutzen. Sag's doch, wie es ist, du willst plündern. Nein. Diese Kisten sind frei zugänglich. Die Dorfbewohner danken es uns, wenn wir sie benutzen. Ich danke es dir auf jeden Fall, wenn wir jetzt erstmal schlafen gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich war weiß, ne? Du warst weiß, ja. Wow. Du musst dich immer in meinen Kopf reingucken. Das passiert automatisch. Ich glaube, das verwirrt nur. Da ist nur verrücktes Zeug drin. Okay. Sie haben sich definitiv nicht verändert. Nee, genau. Das wäre jetzt meine Idee, ob man vielleicht ein anderes Dorf sucht, um dann vielleicht ein bisschen Rüstungsteile zu finden. Vielleicht auch nochmal Waffen, beziehungsweise verzauberte Schwerter oder irgendwie sowas. Um dann also, damit eine Höhlentour zu machen. Höhlentour? Ja. Ich weiß nicht. Wir hatten versprochen, wir machen eine Höhlentour. Ja, machen wir ja auch. Aber das alles heute also, insgesamt in einer Folge. Nicht, dass ich scharf drauf wäre, aber ein bisschen Abwechslung und so. Ja. Ja, wollen wir, genau, die Nacht bleiben wir ja wach, um die Eier zu beobachten. Wollen wir dann am nächsten Tag einmal rübergehen zu dem Schatz oder was wäre dein Gedanke? Also mein Gedanke war eigentlich, es wirklich abzuwarten, dass sie schlüpfen. Ich habe Sorge, dass wir das verpassen, wenn wir weggehen. Mhm. Ich weiß halt nicht, wann kriegen wir ihren Panzer, wenn sie schlüpfen? Vermutlich noch nicht. Wir müssen auch warten, bis sie ausgewachsen sind. Vermute ich mal auch, ja. Also es würde mich wundern, Mann, wenn sie direkt beim Schlüpfen schon einen Panzer mitbringen. Also den man haben kann. Ach hier, bitte, den habe ich übrigens schon produziert, während ich noch in meiner Eierschale drin war. Genau. Einen zweiten Ersatzpanzer. Ich habe ja gehört, ihr habt Nutzen dran. Bedient euch. Ich habe reichlich da. Da geht sie hin. Die schützende Sonne. Konnte man... Nee, ja, die schützende Sonne. Sie schützt uns vor den bösen Monstern der Nacht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob in dieser Nacht etwas passieren wird. Beschrei es nicht. Und vor allem um wie viel Uhr? Muss der Mond vermutlich dazu? Jetzt? Meinst du, jetzt ist die richtige Zeit zum Schlüpfen? Achso, ich dachte, du meinst, wann die Monster auftauchen. Was? Nein, ich meine die Eier. Ja, das weiß ich nicht. Hängt halt davon ab, wie viele Risse sie schon haben. Ja, die haben ja hier schon Risse. Also eigentlich müsste es jetzt diese Nacht passieren, oder nicht? Ja, vielleicht brauchen sie noch mehr Risse? Noch mehr?
kommt schon, ihr wollt schlüpfen. Das hier ist eine schöne Welt. Hier gibt es keine Monster. Du musst die Welt schön reden. Schaut euch die Sterne da oben am Himmel an. Wie sie leuchten. Wollt ihr nicht die schönen Sterne sehen? Dann müsst ihr jetzt schlüpfen. Nun. Ich hab mein Bestes gegeben. Ich schlüpfe okay. nicht. Ich weiß nicht, ob das so motivierend war, aber wir werden sehen. Also wen faszinieren denn Sterne nicht? Also ja, Sterne sind faszinierend, aber die siehst du ja nur in der Nacht. Du musst ja auch den Tag anpreisen. Aber sie sollen ja jetzt schlüpfen in der Nacht. Deswegen dachte ich jetzt. Sterne. Ich glaube, der Enderman ist weg, oder? Der ist jetzt vielleicht da hinten runtergegangen, ja. Aber ich will trotzdem vermeiden, in die Richtung zu gucken. Möglichst. Ja, ja. Nicht, dass wir ihn versehentlich dann doch angucken. Oh, da kommt ein Skelett und ein Creeper den Hügel runter. Mhm. Wobei, nee, die gehen auf der anderen Seite runter. Und wieder hoch. Die werden sich nicht ganz einig. Kommt schon. Ihr wollt doch in diese Welt. Da müsst ihr jetzt schlüpfen. Jetzt. 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 Irgendwie wollen die nicht. Jetzt. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Jetzt. Der Mond ist genau über uns. Vielleicht stehen wir im Weg. Im Weg? Jetzt. Vielleicht fühlen die sich auch gestört durch uns. Die Nacht geht nicht mehr lange. Sie haben nicht mehr allzu lange Zeit zu schlüpfen. Schlüpft. Stopp. Oh. Was war das? Bist du draufgetreten? Ich bin runtergerutscht. Darfst du nicht drauftreten. Ich trete das waren nicht. Vier. Jetzt sind es nur noch zwei. Ich mach die kaputt, wenn ich draufgehe, oder wie? Ja. Ach so. Das wusste ich nicht, das tut mir leid. Ich bin runtergerutscht, versehentlich. Das darfst du nicht. Weg da. Es war keine Absicht. Du machst es kaputt. Geh weg. Jetzt baust du sie nicht nur ab, jetzt machst du sie auch noch kaputt. Ja, Entschuldigung, dass die halt nicht so robust sind, wusste ich nicht. Sie brechen. Ja, die auch. Aber es passiert immer noch nichts. Wir haben Risse bekommen. Die Risse sind... Irgendjemand hat noch Risse bekommen. Die hier oben! Ja. Die da unten! Ja. Das geht ja jetzt richtig schnell. Was passiert hier? Die haben doch gerade erst Risse bekommen. Jetzt haben sie noch... Ja. Oh Gott! Was ist das denn? Die sind ja witzig. Oh Gott, sind die süß! Oh. Oh nein, irgendeine kriegt Schaden. Ja. Die ist im Sand gespawnt. Die sind ja winzig. Oh, sind die süß. Kann man die jetzt... Sie hat grüne Partikel, wenn man sie füttert. Kriegt man jetzt den Panzer? Werden die größer, wenn die... Ich habe bald kein Seegras mehr. Komm schon. Wird groß. Groß und stark. Ich glaube, die werden nicht größer. Wie die jetzt alle kommen. Ich habe nichts mehr. Ich habe ihr alles gegeben. Ja, wir haben doch noch eine Schere. Können wir noch ganz viel abbauen. Aber es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ach! Ich hab einen Panzer. Ich habe ein Hornschild. Du hast... Das sieht aus wie Pulver. Okay. Sag mal, was ist das? Was hast du da? Das ist das hier. Hier. Neues Rezept. Das ist ein Schild, Warte mal, ich habe mir ein Rezept bekommen. Ja, Hornschild. Das ist unsere Aufgabe. Das ist der Helm. Warte mal, wo ist das Rezept? Das sieht doch aus wie Pulver. Wo kann ich das finden? Warte mal, ich hole mal noch mehr Seegras. Dann holen wir uns noch mal so ein Ding. Wie hieß das jetzt? Ich hab's ja nur auf Englisch. Hornschild stand es bei mir.
Ach Gott, aber wir haben es hingekriegt. Es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Aber es hat ja wirklich. Warum hat es denn jetzt so. Warum ging es plötzlich so schnell? Es sind sogar die geschlüpft, die wir gerade erst gesetzt haben. Nee. Doch. Hier unten sind doch noch Eier. Aber stimmt, das andere ist geschlüpft, ne? Du hast recht. Die sind geschlüpft. Dann ist es vielleicht so, dass sie zu bestimmten Uhrzeiten besonders gut schlüpfen. Kurz vor Sonnenaufgang vielleicht. Aber jetzt sind die Kleinen alle schon weg. Die sind im Wasser teilweise. Hinten sind die ein bisschen verteilt. Ja, ich sammle gerade noch Seegras. Die sind ja winzig klein. Also sind ja wirklich winzig, winzig. Das ist echt niedlich. Die sind voll süß. Ich möchte sie mitnehmen. Ich muss wahrscheinlich an die Werkbank gehen. Ja, genau, da ist es. Oh, wir brauchen sowieso ganz viele von denen, um einen Helm zu machen. Was? Wir brauchen fünf. Wir brauchen fünf von diesen grünen Dingern. Fünf? Fünf, ja. Und dann kriegen wir einen Helm. Naja, die Aufgabe hat ja nicht definiert, wie viele wir holen. Es hat geklappt. Sehr cool. Ich hätte, oh Gott, ich hatte schon gedacht, das wird nichts mehr, weil die einfach nicht schlüpfen wollten. Hey, Kleiner. Hey, komm mal her. Hier, ich hab was für dich. Halt doch mal still. Ich treffe dich sonst nicht, du bist zu klein. Wow. Ich hoffe, die grünen Partikel gehören zu dir. Wow. Wow. Er ist so klein. Ja. Oh. Hier sind hier zwei große. Ist das jetzt, weil ich die eine gefüttert habe? Ist die jetzt groß geworden? Vielleicht fütterst du sie besser nicht unter Wasser, weil sonst wissen wir ja nicht, ob wir diese Teile dafür bekommen. Aber es müsste eigentlich oben schwimmen. Aber es schwimmt nichts oben. Manchmal sinkt das auch runter. Nein. Dann hast du da nichts bekommen. Sauerei! Vielleicht trocken die auch nicht immer was. Aber wie gesagt, am Land. Ja, wobei, die haben sich jetzt inzwischen so sehr verteilt hier auf Land. Hier hinten ist eine. Mit Seegras kannst du sie ja anlocken. Ja, ich habe aber keinen Seegras. Ich habe ja keine Schere. Du bist die Einzige mit einer Schere. Oh, ich sammle gerade schon Nachschub. Weil ich jetzt gerade an die eine hier so viel verfüttert habe. Hier ist er! Ich hab ihn! Okay, sehr gut. Also hier ist noch ein Panzer. Zwei von ja, denen. Ja, jetzt zwei, genau. Ja. Ach, da. So, komm her. Du musst uns Panzer geben. Ah, nicht. Was hast du hier gerade gesetzt? Ja, ich weiß. Ich sage, es ist schwer, sie unter Wasser zu füttern. Wo ist sie jetzt hin? Direkt unter dir. Sind hier zwei große? Ist direkt hier. Ah, sie ist gewachsen. Ja. Wir haben ihn. Hast du es aufgenommen? Ah, super. Ja. Sehr, sehr gut. Hoi, hoi, hoi. Ist ja richtig Action hier. Das ist schon wirklich eine Menge Arbeit. Meine Güte. Aber gut, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir den noch haben wir es nicht. Jetzt müssen wir den Helm nur noch bauen und dann haben wir es. Also ein Helm. Das war die Aufgabe. Ja, das stimmt. Du hast einen Lederhelm. Es ist vollbracht. Da ist er. Du hast ihn. Sehr gut. Ich habe ihn. So, ich setze ihn mal auf. Ja. Hydrate. Der passt dir sehr gut. Steht hier ausgesprochen. Und gut. Ich hab was bekommen. Plus 10 Sekunden Unterwasseratmung. Oh, ah. Dafür ist er also da. Ah. Du weißt aber, was das heißt, ne? Du brauchst auch einen. Ja, aber das machen wir dann jetzt nicht. Das würde ja ewig dauern. Ja. Aber wir haben die erste Aufgabe oder die erste Mission? Die erste Mission. Challenge. Challenge ist ja wie Aufgabe. Herausforderung heißt Challenge, glaube ich. Also, ist das doch? Oder ja, so. Wir haben es geschafft. Oh, der Helm ist sogar besser als der Lederhelm. Ich habe +2 auf Rüstung.
Sehr gut. Dann haben wir da auch schon mal ein bisschen mehr Sicherung. Alle Kohle, alles Holz, allen Bruchstein. Okay, ich bin voll. Kannst du noch was mitnehmen? Wo willst du denn hin mit den ganzen Sachen? Zurück ins Dorf, uns ausrüsten. Wollen wir nicht erstmal da zu dem Schatz gehen? Und erstmal hier schlafen gehen? Oh. Argument. Okay. Sind wir bereit? So, wir sind bereit. Also ich bin bereit. Ich nehme noch Erde mit. Ja. Zur Sicherheit. Und ein bisschen Sand. Du hast die Karte, ne? Ich habe die Karte. Oh. Ach, das ist ja cool. Nimm mal die Karte in die Hand, während du ein Schild trägst. Ja, was ist denn? Fällt dir nichts auf? Nein. Die Karte ist in der Miniatur unten rechts jetzt. Sie nimmt nicht die ganze untere Bildfläche ein, so wie sonst. Hm, ist das so? Ach so, stimmt. Ist doch viel praktischer. Sollte man dann immer so machen. Gut. Naja, das Schild nimmt natürlich auch was weg. Also so viel mehr, weniger sieht man dabei jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon ein cooles Gimmick. So, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass unser Punkt wieder auf der Karte zu sehen ist. Es war doch, glaube ich, da hinten, soweit ich mich erinnere. Ah, wir sind jetzt wieder auf der Karte. Genau, wir müssen uns jetzt nur geradeaus halten. In die Richtung, in die wir gerade schon laufen. Oh, wir hätten die Betten mitnehmen sollen. Oh. Meinst du, wir schaffen das an einem Tag? Wir schaffen das. Oh. Wieso habe ich da so einen leichten Zweifel gehört? Wir rennen vielleicht ein bisschen. Okay. Wir haben jetzt Essen mit. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir hier auf Schatzsuche gehen, wir wollten gucken, ob wir ein bisschen Ausrüstung noch finden, die uns vielleicht helfen kann, bei der Höhlentour zu überleben. Warte. Das wäre zumindest ein... Ach, wir sind schon da. Ja, warte, ich mach mal ein bisschen größer. So ziemlich genau hier, wo ich draufstehe, glaube ich. Ich guck nochmal auf die Karte. Aber ich stehe immer noch so ziemlich... Wenn ich hier stehe... Nee. Wenn ich hier stehe, bin ich so ziemlich da drauf. Dann könnte es vielleicht hier noch sein. Vorsicht, da ist Wasser. Ach, da ist es, siehst du? Da! Oh, das ist tatsächlich Wasser. Ups. Oh mein Gott. Guck mal in die Kiste rein. Ja, Diamanten. Also wir haben auf jeden Fall, ja, Diamanten schon mal nicht schlecht. Es sind zwar nur drei, aber immerhin eine Menge Eisen. Aber nicht langs. Ich nehme mal das Eisen, ne? Ich hatte ja schon Eisen. Oh, ich habe Diamanten. Ich bin reich. Dann kann ich mit dem Eisen Rüstung bauen. Das ist doch super. Mit den Diamanten könnte man eine Diamantenspitzhacke vielleicht machen, aber brauchen wir eigentlich noch gar nicht unbedingt. Wollen wir hier nicht wieder ordentlich machen? Wir können das hier wieder zumachen. Du willst jetzt aber nicht alles zubauen, ne? Nein. Außerdem geht das nicht, was du gerade machst. Du verschwendest gerade Sand. Ich habe mich schon gewundert. Hä, müsste der sich nicht stapeln? Dann gehen wir mal wieder, ne? Mhm. Bevor es dunkel wird? Die Monster kommen? Mhm. Gehen wir wieder? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Sind nach Hause? Haben wir nicht noch Zeit? Ja, um die Rüstung zu bauen für die Höhlentür. Ja, und dann gehen wir erstmal schlafen und so. Genau. Also können wir dann ja jetzt schon mal Richtung Hause gehen. Ich bin auch doof. Ich kann es ja so machen. Da darf man nur nicht runterbauen. Oh je, oh je. Es wird eh nicht reichen, um das alles zuzumachen. Ich werde dir das nicht versprechen können, dass ich das machen kann jedes Mal, ne? Sachen zu bauen. Muss ja nicht jedes Mal. Und warum muss es jetzt? Weil wir jetzt hier sind und das hässlich gemacht haben. Ah ne, das ist auch noch doof. Ah, schnell, 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 schnell. Ich weiß, das passt nicht ins Survival-Format, aber... Ma. Ich sammle schon mal die Fackeln ein. Stimmt, die können wir wieder einsammeln, genau.
Ach, da bist du. Du nimmst doch ja nie das Gatter. Nee, ich spring immer rüber. Stopp, 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 stopp. Okay. Falls du dich erinnerst, zweite Folge. Es explodiert. Hier war irgendwas explodiert. Ja, das ist richtig. Und wir wollten immer nachgucken, was hier. Oh. Was hier? Der Golem ist aber kaputt. Vielleicht ist der Golem beschädigt worden bei der Explosion. Aber wo? Da müsste ja irgendwo hier ein Krater sein. Ist inzwischen vielleicht zugewachsen? Nee, das würde man, glaube ich, trotzdem erkennen, oder? Nee, ich sehe hier nichts. Dann weiß ich nicht, wo er explodiert ist. Der Golem ist, glaube ich, nicht kaputt. Das ist einfach nur eine Abwandlung eines Golems. Nee, der kann tatsächlich kaputt gehen. Echt? Dann sieht er so aufgebrochen aus. Aber der ist ja nicht aufgebrochen, der hat doch nur so, wie nennt sich das? Risse. So Ranken, so Pflanzen an seinem Körper. Nee, er hat auch so schwarze Punkte überall. Echt? Siehst du das? Ja, ich sehe das, ja. Aber ich habe gehört, man kann sie reparieren mit Eisen, nur haben wir nicht gerade viel Eisen. Nee, ich kann nicht erkennen, was in hier noch gegangen ist. Dann ist die Frage, wo lang? Da hinten zu diesen Bergen? Ich würde fast sagen, da war ja dieses Riesenloch. Das fand ich eigentlich ganz cool und das dürfte auch weit genug vom Dorf weg sein. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Oh Mann, das wird jetzt richtig aufregend. Es geht los. Oh, ich habe Angst. Jetzt hast du es zugemacht und ich habe es wieder aufgemacht. Geht schon wieder. Das geht ja gut los. Eieiei. Hier sind ganz viele Millionen gewachsen. Jetzt kommt die Spannung, Leute. Jetzt kommt die Spannung. Das war langweiliges Vorgeplänkel. Jetzt kommt die Action. Jetzt geht's endlich los, ja. Zu der Schlucht da vorne, ne? Die Schlucht. Ach so, welche meintest du denn? Wir waren doch da oben auf dem Berg und den Berg hinaus haben wir dann runtergeguckt und haben da so ein Riesenloch in der Wand von dem Berg gesehen. Ja. Falls du dich erinnerst. Verdammt. Und da bauen wir auch notdürftig eine Hütte am Eingang, würde ich sagen. Dann laden wir dort erstmal alles ab und machen immer so kleine Exkursionen von der Hütte aus. Dein Bett hast du mitgenommen, oder? Ja. Ich muss gerade selber nachgucken. war das hier? Es war schon recht weit. Nee, ach hier, es war irgendwie in der Nähe von den Mangroven. Ja, aber eher links. Ah! Da ist ja auch ein Loch, oder ist das das? Ach, das war das. Das war das, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder, wo irgendwas leuchtete da hinten. Ups. Ah, jetzt fall doch nicht. Ich bin nur eine Stufe gefallen. Alles gut. Da ist eine Spinne. Oh, okay. Ja, okay, das sieht. Oh mein Gott. Warte. Jetzt müssen wir logisch vorgehen. Oh mein Gott, ja, wir gehen hier runter, würde ich sagen, oder? Direkt hier vorne ist doch ein wunderbarer Ort, runterzugehen. Da ist gleich linke Hand eine Höhle. Da müssen wir aufpassen, dass wir keinen Hinterhalt abkriegen. Wollen wir erstmal die notdürftige Unterkunft bauen oder willst du direkt schon rein? Ich würde die Unterkunft aber so unten schon so ein bisschen bauen oder willst du sie hier oben bauen? Weil sonst müssen wir ist, ja, oder? Sonst müssen wir ja jedes Mal hochgehen und runtergehen. Ja gut, das ist ein Argument. Okay, wie kommen wir am sichersten? Ich gehe schon runter. Wieso bist du schon so weit unten? Ja, weiß ich nicht, weil ich mich ja... Ist halt Minecraft. Aber wie schnell bist du? Nach unten buddeln und los geht's, oder nicht? Los geht's mit Sterben, oder wie? Warum denn sterben? Wir sterben doch nicht. Die Spinne ist weg. Perfekt. Oh Gott, sieht das cool aus. Guck mal, eine Wasserfälle. Ja, das sieht vor allem heftig aus. Da sind unterirdische Wasserfälle. Oh Mann, oh Mann. Und Titen. Wenn sie runterhängen, sind es Titen, genau. Oh Mann, das... Oh, jetzt wird es aber schwierig hier. Warte, das muss ich einmal kurz... absichern. So. Ah, das Eisen. Perfekt. Das geht ja schon mal gut los. Hätte es auf uns gewartet. Brauche ich das Eisen hier schon mal ab. Hier, die Kuhle ist ja sicher. Ich dachte, es wäre eine Höhle. Ach, dann machen wir da unser Lager. Ja, genau. Kannst ja schon mal ein bisschen anfangen. Während ich das Eisen abbaue. Das ist doch super. Das fängt gut an. Gutes Zeichen für uns. Muss nur so bleiben. Ist jetzt die Frage, wie wir das hier machen.
Wollen wir den Aufgang so behalten? Wir können den auch nochmal umbauen, aber vielleicht Anfang reicht er ja vielleicht erstmal. Kommt man da noch durch, wenn ich es so mache? Ja, sehr gut. Ah ja, das ist doch schon mal wunderbar. Genau, wir sollten vielleicht auch schon mal anfangen, ja. Vielleicht mal Betten hinzustellen. Brauchen wir Wände, richtige? Ich würde richtige Wände machen. Wer weiß, was hier ankommt. Du weißt doch, wie Spinnen sind. Aber ein Dach? Brauchen wir auch ein Dach? Ja, Spinnen. Aber das ist ein bisschen viel zu überdachen, oder? Willst du wirklich bis nach ganz oben bauen? Oh, das ist schlecht. Ich bin versehentlich gerannt. Entschuldigung. Ich habe vergessen, wie man schleicht. Ja, Fallschaden ist wirklich... Oh mein Gott! Ich habe doch damit Absicht zugemacht. Shit, ja, das wusste ich doch nicht. Ich versuche hier so ein bisschen Stein abzubauen und dachte mir so, ach ja, war mal schön gemütlich abbauen und dann plötzlich geht's da steil runter. Hast du keinen Stein mitgenommen? Nicht genug. Das sieht schon witzig aus. Es war ja erstmal nur eine Notunterkunft, also schön ist es nicht. Gott, das ist gefährlich, was wir machen. Ja, ich habe auch gerade Bedenken. Du stehst übrigens ein bisschen im Weg. Ja, ich weiß. Wir werden jetzt auch ein bisschen im Weg stehen. Aber das reicht ja sogar schon. Nee, das war ich gerade. Gut, dass mir es noch eingefallen ist, dass ich hier nicht abbauen sollte, wo ich draufstehe. So, jetzt ist es zu. Jetzt ist dicht. Sehr gut. Ein bisschen schön machen. Wir haben unseren ersten Sicherheitsplatz. So. Oh. Yay. Was machst du denn? Nichts. So. Ah, herrlich. So. So, aber jetzt brauchen wir hier noch eine Tür. Jetzt baue ich hier noch ein schönes Bettchen hin. Und dann brauchen wir hier noch eine Werkbank. Hast du, glaube ich, dabei eine Werkbank, oder? Ja, die habe ich mit. Warte, die mache ich hier hin. Bau die mal da hin. Da ist die Werkbank. Dann mache ich da noch eine Kiste hin. So. Da können schon wieder ein paar Sachen rein, die wir jetzt erstmal aktuell nicht brauchen. Wollen wir hier eine Riege mit Kisten machen, wie so ein Steinregal? Wow. Können wir auch. Wenn du das möchtest. Für mich muss es nicht schön sein. Für mich muss es nur funktionabel sein, aber... Ein bisschen Schönheit. Ja, klar. Warum nicht? Tob dich gerne aus. Okay, es wird Nacht. Mhm. Es ist Nacht. Mhm. Ein neues Zuhause. Das ist unser Zuhause vor der großen Tour. Wo willst du denn die Truhen hinhaben? Wie gesagt, hier oben. Wir haben so ein Stufenregal. Und dann können hier die Truhen hin. Also da oben hin, so meinst du? Genau, und dann kann man immer Abstufungen machen. Dann könnte man hier Stein reinmachen. Aber dann sind die Betten ja ein bisschen ungünstig. Da muss ich die Betten anders hinstellen. Ich wollte gerade sagen. Ja? Einen Moment bitte. Ja? Kurzen Stopp in deiner Bauwut. Okay, ich brauche ja gar nicht. Die eigentliche Höhlentour, die wir versprochen hatten, kommt dann erst in der nächsten Folge. Wir sind am Ende dieser Folge. Ach, das war's schon? Das war's schon. Wie? Aber es sollte doch in der heutigen Folge stattfinden. Ja, aber wir haben so lange mit den Schildkröten noch rumgeeiert. Ach. Okay, dann war das jetzt nur der Auftakt. Ja, das klang jetzt ein bisschen fies, ich weiß. Nein, es war ein angedachtes Wortspiel, deswegen. Aber alles gut. Ach, das war ein Wortspiel? Ja, rumgeeiert wegen den Eiern der Schildkröten, ist egal. Ach so, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber ja, okay, ja. Aber wie gesagt, also für diese Folge war es das erstmal. Mhm. In der nächsten Folge geht es dann auf in die tiefsten Tiefen der Tiefen. Die da unten, oh Gott, zwei Spinnen. Na, zwei Spinnen. Ja, ich bin vielleicht etwas zu enthusiastisch. Also, nächste Folge geht's in unseren sicheren Tod, in Verderben und Ende dieses Formats. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.